Unsere letzte Gästin heute ist Viola. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Hallo Kim, danke für die Einladung. Von einem Termin zum nächsten. Wie stressig ist es wirklich? Genauso wie du es dir vorstellst. Ich hatte mehrere Besuchergruppen da und die eine Besuchergruppe, die bestand aus vielen jungen Leuten und fragte mich, sollen wir nicht mal im Europäischen Parlament fragen, ob Maßnahmen ergriffen können, damit sie nicht mehr so viel arbeiten müssen? Und ich sagte so, oh mein Gott, nee, das ist sehr nett gemeint, aber ich meine, ich habe mir den Job schon auch selbst gewählt und würde es nicht tun, wenn es mir nicht verdammt viel Spaß macht. Und klar, natürlich, es ist in der Regel viel Arbeit und es bleibt viel Privates auf der Strecke. Aber ich glaube, wir haben hier eine sehr privilegierte Möglichkeit, als Abgeordnete Sachen mitzugestalten, Sachen mit voranzubringen. Und ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir mit den sozusagen Instrumenten, die das Parlament arbeitet, das Beste daraus machen. Das heißt, stressige Woche, aber privilegiert und für einen guten Zweck, weil Europa oder... Also privilegiert im Sinne von, wir haben eine Demokratie, die funktioniert. Ja. Wir haben sehr viele Menschen, die ähnlich ticken wie wir, die sich für die demokratischen Werte in der EU einsetzen, die sich für Frieden und Sicherheit und vieles, was wir aus unserer Sicht für wichtig erachten, einsetzen. Und wir hoffen, dass das so bleibt. Ja, deswegen privilegiert. Aber das nicht im Sinne von materiell privilegiert. Nein, privilegiert, dass wir überhaupt eine Demokratie haben, genau. Und die wir auch aktuell kämpfen müssen, genau, sowohl so bei den es. Jetzigen Wahlen als auch bei den Landtagswahlen im September. Ja, wir haben heute Morgen deine Rede gehört. Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, Vertreter des Rates, Valeria, Natalia, André und Olga. Ilja war erst 9 Jahre alt, als eine russische Granate seine Mutter vor seinen Augen tötete. Ilja selbst wurde schwer am Bein verwundet. Russische Soldaten brachten ihn in ein Krankenhaus, operierten ihn ohne Anästhesie. Seine Ärzte zwangen ihn, Russland und nicht die Ukraine zu loben. Sascha, 11, flehte die russischen Soldaten an, ihn nicht von seiner Mutter zu trennen, vergeblich. Sascha wurde in ein Filtrationslager gezwungen, um seine ukrainische Identität auszulöschen. Kira, 14, versteckte sich in unterirdischen Bunkern, bevor sie von russischen Soldaten gefangen genommen wurde und gezwungen wurde, in einem russischen Haushalt zu leben. Ilja, Sascha und Kira können sich eigentlich glücklich schätzen. Ihr Schicksal wurde bekannt. Sie konnten gerettet werden. Sie sind nur einige der über 20.000 ukrainischen Kinder, die von Russland entführt und in Umerziehungslager oder russische Haushalte gezwungen wurden, oft weit entfernt in Sibirien. Putins oberste Kinderentführerin, Frau Lvova-Belova, rühmte sich sogar, 700.000 ukrainische Kinder gerettet zu haben. Glücklicherweise steht diese Dame jetzt auf der Fahndungsliste des Internationalen Strafgerichtshofs zusammen mit ihrem Chef. Russland tötet Eltern, entführt ihre Kinder und steckt sie in Programme zur Gehirnwäsche. Der teuflische Plan besteht darin, die ukrainische Identität zu vernichten und die Zukunft der Ukraine zu zerstören. Und genau das ist die Definition von Völkermord im Wörterbuch. An der Seite der Ukraine zu stehen, bedeutet an der Seite der zahllosen Kinder zu stehen, die eine Chance verdienen, ihre Familien zu sehen und eine Chance, Ukrainerinnen und Ukrainer zu bleiben. Herzlichen Dank. Magst du einmal, also es war super emotional, muss ich sagen. Es war eine sehr schöne Rede. Wir haben uns sehr, sehr gefreut. Wir haben danach ein paar Reden gehört, die jetzt nicht so emotional waren, sage ich mal. Magst du ein bisschen was über Ukraine und deine Arbeit für die Ukraine sagen? Sehr gerne. Ja, dieser Fall, dieser Kinderverschleppung ist eigentlich ein Fall, an dem wir sehr gut sehen können, wie Russland arbeitet. Also Russlands Idee, wenn man das als Idee bezeichnen will, oder Ideologie ist ja, dass der ukrainische Staat nicht existiert. Und dass alle Menschen, die in einem ukrainischen oder auf dem ukrainischen Territorium leben und von sich behaupten, sie seien Ukrainer oder Ukrainerin, dass man denen helfen muss, weil sie eigentlich nicht verstehen, dass sie eigentlich Russen sind. Und für dieses Konzept, wenn man das jetzt in Anführungsstrichen so nennen will, der Auslöschung der ukrainischen Identität, ist es natürlich wichtig, die nächste Generation ins Russische zu überführen und klarzumachen, dass ukrainische Kinder Russisch lernen müssen, dass sie in russischen Haushalten aufwachsen müssen, dass sie in russische Schulen gehen müssen, dass sie von ihren Eltern getrennt werden müssen.
Und ich meine, gerade wir als Deutsche, die wir in den 30er, 40er Jahren genau dieses Konzept dieser Arisierung und dieser furchtbaren Ideologie ja auch über Europa bringen wollten und auch eingeteilt haben in Rassen. Ich glaube, wir sollten genau bei diesem Thema uns ziemlich klar und ziemlich deutlich und sehr eindeutig an die Seite der Ukrainer stellen und sagen, dass wir sowas in Europa nicht mehr akzeptieren. Und deswegen habe ich diese drei Fälle genannt, ja, von Kindern und Jugendlichen, die das selbst erfahren haben, die aber dann in Anführungsstrichen wenigstens das Glück hatten, das nicht dauerhaft erleiden zu müssen, zurückzukommen, jetzt ihre Geschichten, ihre Schicksale erzählen zu können und dafür zu werben, dass wir bei aller Desinformation immer genau hingucken, was Russland eigentlich meint. Weil aus der russischen Sicht heißt es, naja, wir geben denen zu Hause, wir geben denen eine gute Erziehung, wir sorgen dafür, dass die in Familien aufgenommen werden. Nein, das ist eine Zwangsvertreibung, das ist eine Zwangsverschleppung, das ist eine, ja, also eine Auslöschung der ukrainischen Identität. Und es ist im Grunde Teil, wenn man sich die Definition anguckt, auch dessen, was wir unter Genozid verstehen. Ja. Auch wenn wir da natürlich als Deutsche mit der Definition und mit der Formulierung sehr vorsichtig umgehen. Und ich glaube, die meisten tun das auch. Ich bin trotzdem sehr froh, dass du es genau als das benennst, was es ist, nämlich ein Genozid. Du hast gerade ein paar Zahlen genannt. Wir haben vorhin in deiner Rede oder vorher auch gehört, 400 kamen zurück, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, aber verschleppt wurden 20.000 circa. Wir sind in den sozialen Medien, wir sind auf Twitch. Das heißt, ich habe alle möglichen Menschen, die in meinem Chat kommen. Es kann jeder mehr oder minder frei schreiben, solange ich das erlaube, sage ich mal. Und da kommen auch immer wieder Nachfragen mit, woher sind diese Zahlen? Woher weiß man das überhaupt? Vor zwei Wochen haben wir bei Maischberger Klitschko gehört, der da auch sehr emotional drüber gesprochen hat und auch direkte Fälle benannt hat. Und dann lese ich immer wieder, ja, aber woher will man das denn überhaupt wissen? Mit welchen Zahlen wird hier im Europäischen Parlament gearbeitet und woher kommen die direkt? Also das ist natürlich, sind das Zahlen, die teilweise von der UN kommen, teilweise von der russischen Seite sogar, die sich ja am Anfang damit gebrüstet haben und zu Beginn des Krieges gesagt haben, wir haben 700.000 Kinder aufgenommen, adoptiert und eben in Familien vermittelt. Deswegen habe ich diese Zahlen so genannt, weil das für die Russen ein Ausdruck von Stolz war. Ja? Für die ukrainische Seite hat aber etwas abgeschichtet und hat versucht, alle Quellen von den besetzten Gebieten zu finden, die Hinweise darauf geben können, wie viele Kinder aus wie vielen Familien, aus wie vielen Waisenhäusern, aus wie vielen anderen Einrichtungen verschleppt wurden, zur Adoption freigegeben wurden, teilweise auf die Krim verbracht wurden. Und die ukrainische Regierung hat gemeinsam mit einigen neuen NGOs und mit einer Agentur, die sie extra dafür eingerichtet haben, Möglichkeiten gefunden, und da will ich jetzt auch nicht ins Detail gehen, um diese Kinder A zu finden und zweitens auch mit russischer NGO-Hilfe wieder zurückzubringen. Und das ist natürlich teilweise ziemlich kompliziert. Einiges passiert im Austausch, aber vieles passiert auch unentdeckt über Drittstaaten. Auch zum Schutz einfach. Ne? Und zum Schutz. Und was wir gemacht haben mit dem Unterausschuss für Menschenrechte, im November waren wir in Kiew. Wir haben eine dieser Einrichtungen besucht, wo Kinder und Jugendliche, die mehrere Monate, teilweise anderthalb Jahre, unter russischer quasi Zwangsadoption gelebt haben und zurückgekommen sind, die uns von ihrem Leben berichtet haben, wo die waren, was die erlebt haben, unter welchen Bedingungen die leben mussten. Und da gibt es halt die Zahl, und die Zahl ist im Moment eben knapp 400. Also das können die Ukrainer auf jeden Fall ziemlich genau benennen. Aber wie gesagt, wie viele hundertprozentig verschleppt wurden, das kann man nur sozusagen über verschiedene Quellen zusammenbringen. Aber einiges sind auch dann UN-Statistiken. In welchem Altersrahmen bewegen wir uns da bei den Kindern? Also ich habe ja heute die 11-jährigen Fälle geschildert. Wir haben ganz kleine Kinder, weil ja insbesondere die russischen Eltern glücklich sind, wenn sie die Kinder noch formen können. Also wir wissen, dass gerade bei den Kinderheimen, die in den besetzten Gebieten da übernommen wurden und wo die Kinder dann verbracht wurden, da sind ganz kleine Kinder dabei. Es gibt aber auch eben, und das sind die, die sich jetzt meist gewehrt haben, die auf keinen Fall russifiziert werden wollten,
die zurückgekommen sind, das sind meist die Älteren. Also das sind die 14, 15, 16, 17-Jährigen, die schon auch wussten, warum das mit dieser quasi Deportation, aber nicht nur das, sondern eben diese Zwangsrussifizierung, was ist, was sie auf keinen Fall hinnehmen wollen. 10, 11 Jahren, das ist schon Wahnsinn. Magst du uns vielleicht für die Leute, die jetzt erst später eingeschaltet haben, so ein, zwei Fälle nochmal schildern? Ja, also auch was wir in Kiew gehört haben, war, dass zum Beispiel in Cherson auf der besetzten Seite, also südlich des großen Flusses Dnipro, dass da entweder Waisen oder Halbwaisen oder auch aus anderen Gründen die Kinder aus den Familien genommen wurden, dass die auf die Krim gebracht wurden, dass sie dort umerzogen werden sollten. Also das heißt, russische Unterricht bekommen, Lehrbücher, Fahnenappell, militärisches Training und dass ihnen eben auch eine andere Geschichtsschreibung, also die Ukraine existiert nicht, ihr wart da Nazis, deine Eltern haben sich falsch informiert, so sozusagen deren ganze persönliche Herkunft geleugnet wird. Und eben viele von denen, die dann auch zusammenbleiben konnten, die sich auch gegenseitig gestützt haben, die das realisiert haben, die sind die Ersten, die man quasi dann auch zurückholen konnte. Aber es gibt auch kleinere Kinder, deren Eltern dann von einer Granate getroffen wurden, die kriegsversehrt sind, wo man sagt, ach komm, wir tun dir jetzt mal einen Gefallen und bringen die in eine gesunde Familie. Jetzt muss man eins auch noch verstehen, und das finde ich so pervers, das ist nochmal cherry on the top of the tort, dass in Russland im Moment viele Familien, gerade außerhalb von Moskau, auch unter finanziellem Druck sind. Das heißt, für die ist es auch nicht leicht, ein zusätzliches Kind aufzunehmen. Da werden massive Prämien ausgesetzt. Das heißt, welche Familien bewerben sich um die Kinder? Teilweise auch sozial schwache Kinder oder denen das Geld wichtig ist. Und das habe ich von vielen der Jugendlichen gehört, dass sie in Alkoholikerfamilien gekommen sind, in sozial kaputte Familien, dass da sehr viel Gewalt im Spiel war, psychische, physische Gewalt. Und auch das, also sozusagen aus Kinderschutzgründen, unabhängig von der Ideologie, finde ich, dass sowas wie UNICEF und die anderen UN-Hilfsorganisationen viel klarer sich an die Seite der ukrainischen Kinder stellen müssen. Ja. Ja? Und das passiert nicht, weil der russische Einfluss in den UN-Strukturen halt so stark ist. Ja. Das ist Wahnsinn, was da für ein Geflecht eigentlich entsteht, was man als Außenstehender, sage ich mal, betroffen sind wir irgendwo mit alle, aber als außenstehender Bürger gar nicht so erfassen kann. Ne? Auch dieses Geflecht, ich hätte 1000 Rückfragen, aber ich glaube, das ist alles nicht bekannt. So wie funktioniert das wirklich, wie werden diese Kinder wirklich zurückgeholt, wie passiert das? Aber ich glaube, vieles wird da nicht kommuniziert, auch einfach um Schutz zu wahren und weil so viele tausende Kinder da auch noch einfach verschleppt sind. Also was man, glaube ich, was man sagen kann, ist, dass es auch auf der russischen Seite natürlich Menschen gibt, die helfen. Und die das Problem sehen und die mit den ukrainischen NGOs oder teilweise mit den staatlichen Organisationen zusammenarbeiten. Aber da will ich tatsächlich, glaube ich, nicht ins Detail gehen, weil das nur die Kinder oder dann eben eine mögliche Rückführung auch gefährdet. Ne? Ich glaube, worüber wir aber reden können, ist über speziell deine Arbeit im Europaparlament. Also wo triffst du Entscheidungen, die Ukraine mit beeinflussen? Also ganz klar, nicht nur seit Beginn des Krieges, sondern weit vorher stand die Ukraine oft im Mittelpunkt unserer Arbeit. Ja, ich bin erste Vizevorsitzende der Ukraine-Delegation. Das heißt, es gibt eine institutionelle Zusammenarbeit zwischen uns im Europäischen Parlament und der ukrainischen Rada, also im ukrainischen Parlament. Und da gibt es im Grunde so eine Art Vorstand. Da sind drei Leute auf der ukrainischen Seite, drei Leute bei uns und dann bin ich die erste Vizevorsitzende und da mein Chair, mein Vorsitzender, ziemlich krank ist, muss ich den jetzt auch an den meisten Stellen vertreten. So, dadurch versuchen wir die Themen, die in der Ukraine eine große Rolle spielen, die auch für die Kolleginnen und Kollegen in der Rada eine große Rolle spielen, fast wöchentlich zu besprechen. Ich bin auch mit denen im WhatsApp-Austausch, also die erzählen mir auch viel, was jetzt nicht so in der Öffentlichkeit eine Rolle spielt. Das Zweite ist, wir versuchen, alles, was im Moment für das Überleben der Ukraine wichtig ist, Finanzen, Militär,
technische Hilfe, humanitäre Hilfe, rechtliche Hilfe versuchen wir hier möglichst hoch oben auf die Tagesordnung zu setzen. Es gibt ja sehr viele Krisen und wir können über alles Mögliche reden, ja. Aber was für die Ukrainer wichtig ist, dass sie nicht vergessen werden. Dass nicht irgendwann gesagt wird, jetzt ist Houthi, Gaza oder ja. Taiwan wichtiger, sondern wir müssen gucken, dass wir die Menschen in der Ukraine und ihre Bedürfnisse nicht vergessen. Und an der Stelle haben wir eben jetzt heute über die deportierten Kinder gesprochen. Wir versuchen in jeder Plenarwoche mindestens eine Resolution zur Ukraine mit auf die Tagesordnung zu setzen. Wir haben vor 2 Wochen hier die Ukraine-Fazilität verabschiedet. Das ist eine Summe von 50 Milliarden Euro. Das hat die Kommission, also Frau von der Leyen, vorgeschlagen, um der Ukraine eine Planungssicherheit zu geben. Das heißt, für 4 Jahren 50 Milliarden Euro. Das klingt erstmal viel, aber wenn man sieht, was die Ukraine pro Monat eigentlich braucht, ist das gar nicht so viel. Es ist aber erstmal wichtig, damit sie ihre Lehrerinnen, ihren staatlichen Apparat am Laufen halten können, ihre Pensionen auszahlen können, damit es dort auf jeden Fall nicht zum Zusammenbruch des Staatsapparates kommt. Darüber hinaus brauchen wir noch sehr viel bilaterale Hilfe. Wir müssen schauen, dass wir natürlich auch die militärische Unterstützung organisieren, dass wir aber auch, diesen Wiederaufbau kann man jetzt noch nicht konkret gestalten, aber wir müssen schon uns Gedanken vorbereiten und gucken, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen, wenn es zum Wiederaufbau kommt. Und das haben wir alles in der Fazilität und jetzt in 2 Nebenverträgen festgehalten. Und da spielen wir als Parlament natürlich eine große Rolle. Das heißt, es gibt einmal die nationale Ebene in Deutschland, was beschlossen wird, aber auch die europäische Ebene, wo quasi zusätzlich was beschlossen wird. Verstehe ich das richtig? Das ist so. Aber ja, mit einigen gehen wir hier in die Vorhand und wünschen uns, dass in Berlin mehr passiert. Das ist auch kein Geheimnis. Aber im Grunde arbeiten wir schon Hand in Hand. Das kann man so sagen. Und Deutschland gehört schon zu den größten Gebern. Das ist ja auch kein Geheimnis. Wie hast du da die Entscheidung von Deutschland betrachtet? Also gingen Dinge zu schnell, gingen Dinge zu langsam? Was würdest du dir explizit wünschen, gerade was auch Waffenlieferungen betrifft? Das müsste mehr werden. Da haben wir zu lange gewartet. Klar, es gibt jetzt demnächst Munitionsfabriken in der Südheide. Es gibt in Spanien eine Munitionsfabrik, aber wir sind eigentlich viel zu spät dran. Und dass die Ukraine jetzt keine Munition hat, ist eigentlich das Versagen, weil wir im Jahre 2022, als der Krieg begann, nicht schnell genug reagiert haben. Und da waren wir hier eigentlich diejenigen, die immer geschoben haben und die immer gesagt haben, bitte macht, bitte veranlasst, bitte kauft, bitte kümmert euch, bitte plant. Und wir haben ja gesehen, Putin hat am Tag 1 auf Kriegswirtschaft umgestellt. Er hat alle Rüstungsindustriekapazitäten aufgestockt. Er lässt die Leute 3-Schicht-Betrieb 24/7 seit Monaten arbeiten. Ja. Und wir sehen, wie viel seiner Investitionen allein in Rüstungsgüter gehen. Ich will das hier nicht für Europa. Aber ich glaube, wenn wir vor der Frage stehen, wollen wir verteidigungsfähig bleiben und wollen wir in der Lage sein, unsere Werte, über die wir ja eben gesprochen haben, wie Selbstbestimmung, wie Toleranz, wie Medienfreiheit, wie demokratische Vielfalt, wollen wir das wirklich aktiv auch schützen, wenn wir bedroht sind, würde ich immer sagen, ja, wir müssen es. Ja? Und dafür brauchen wir am Ende leider, auch wenn wir das über Jahre hinweg nicht wahrhaben wollten, weil die Amerikaner uns den Schutz geboten haben, müssen wir auch selbst Geld in die Hand nehmen. Ja. Auch für Bodentruppen? Na, Bodentruppen stehen im Moment nicht zur Debatte. Ich glaube, das war eher eine Frage auf einen Journalisten hin, der verschiedene Themen abgefragt hat. Und ich glaube, es war gut von Macron, anders als bei Scholz, nichts vom Tisch zu nehmen. Weil Putin reagiert natürlich, wenn er weiß, dass er kein Risiko eingeht, dann stößt er durch. Dann wird er diese Maßnahmen veranlassen. Wenn aber klar ist, wir lassen ihn im Ungewissen, welche Waffe wir einsetzen, ob wir bereit sind, am Ende auch Soldaten zu schicken, dann wird er das Risiko nicht riskieren. Und ich glaube, die Strategie von Scholz, sich jeden Tag ans Fernsehen zu stellen und zu sagen, was man alles nicht macht,
das schwächt uns und das stärkt Putin. Und soll das deutsche Volk irgendwo ein wenig beruhigen, sendet aber ein klares Signal an Putin. Der Schwäche. Ja. Und Macron macht es besser, obwohl er natürlich jetzt, was Waffen angeht, noch nicht so viel geliefert hat. Aber er stellt vielleicht auch nicht alles in die Zeitung. Er schreibt vielleicht keine Listen. Mhm. Möglicherweise ist an der einen oder anderen Stelle auch schon mehr an Waffen abgeflossen. Das kann ich gar nicht beurteilen. Mhm. Ja, es ist gerade, wir haben das Thema beim Thema Ukraine immer wieder gehabt, so dieses, wir kriegen mit Sicherheit nicht alles mit und es ist auch sinnvoll, dass wir nicht alles mitkriegen, auch was geliefert wurde, was natürlich auch durch alle Medien geht und was auch Putin über unsere Medien mitbekommt, ja. Position zu Scholz finde ich sehr schön, auch die direkte Positionierung. Gibt es noch ein Thema neben der Ukraine, was dich diese Woche sehr, sehr beschäftigt und wo du vielleicht auch noch Reden hältst oder eine Abstimmung sehr, sehr wichtig ist? Och, ich glaube, in dieser Woche fällt mir jetzt, ich meine, meine Kolleginnen und Kollegen hatten letzte Woche zum Beispiel das Naturerhaltungsgesetz, ja, was natürlich für uns wichtig ist. Zum einen, weil wir das über Monate hinweg verhandelt hatten und weil es am Ende auch wegen des Zögerns und des Zauderns und dieser Unentschiedenheit der CDU nicht klar war, ob wir dafür eine Mehrheit bekommen. Ja. Und da habe ich schon sehr mitgefiebert, weil wir gesehen haben, wie wichtig das eigentlich ist. Wir haben ja einen sehr intensiv bewirtschafteten, ja, Boden und auch eine Kultur, eine Landschaft, wo irgendwie klar ist, wenn wir den Artenschwund nicht stoppen, wenn wir die Biodiversität nicht erhöhen, wenn wir nicht dem Boden und dem Naturraum auch wieder Luft zum Atmen geben, dann wird das irgendwann wirklich schwierig. Und daher fand ich das Gesetz gut. Es war auch oder es ist auch nicht so, dass da keine Landwirtschaft mehr möglich ist, dass da keine Industrieentwicklung mehr möglich ist. Es war ein guter Kompromiss. Vieles von dem, was ursprünglich drin stand, wurde ja auch abgeräumt. Aber wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen und ehrlich gesagt 2019 war das große Thema und wegen der Kriege ist es ja nicht weniger wichtig geworden. Ja. Wir haben einfach nur nicht genug Ressourcen, um uns über alles gleichzeitig intensiv Gedanken zu machen. Aber natürlich sowas wie Moorvernässung muss kommen, aber es muss im Einvernehmen kommen. Und das sind schon, ich komme aus Niedersachsen, ich war im Sommer auch viel in Mecklenburg-Vorpommern. Wir haben da Möglichkeiten, sehr viel CO2 einzusparen und wir müssen an diese Themen ran. Ja, und ich glaube, das soll natürlich auf keinen Fall in diese Richtung gehen, die häufig dann von einigen hier im politischen Spektrum sehr weit rechts genannt werden. Es geht um Enteignung. Nein, das geht ganz und gar nicht. Es geht darum, dass wir gemeinsam mit den Landwirten oder Landwirtinnen uns Konzepte überlegen müssen, wie es trotzdem möglich ist, finanziell zu überleben, auch gut zu überleben, wie die Produkte erstellen, die natürlich vielleicht jetzt nicht Gras für Milchkühe sind, sondern was anderes ist, ja, aber wo sie trotzdem betriebswirtschaftlich ein Unternehmen führen können. So, und um daran zu arbeiten, brauchen wir Geld. Das Geld ist da, aber man braucht auch den politischen Willen, um die entsprechenden Dinge anzustoßen. Und das finde ich persönlich wichtig für unsere Zukunft, für eure Zukunft und eben auch für die Glaubwürdigkeit hier des Europäischen Parlaments. Und was wäre der nächste Step nach diesem Gesetz? Oder war das schon genug, sage ich mal? Nee, jetzt müssen wir in die Umsetzung. Jetzt müssen die nationalen Regierungen dafür sorgen, dass das, was wir vereinbart haben, wir machen ja mal so eine Rahmengesetzgebung, wo dann Kommission und Europäischer Rat, also die Regierungschefs und Chefin, alle zustimmen. Und am Ende gibt es halt eine Deadline, bis wann das auf der nationalstaatlichen Ebene umgesetzt wird. Und da müssen wir jetzt ran. Ich weiß nicht, welcher Zeitraum das ist, wie lange der Bundestag Zeit hat oder die Bundesregierung Zeit hat. Aber es gibt auf jeden Fall ein großes Interesse, auch vor dem Hintergrund der nächsten Legislatur hier. Ja. Wir brauchen eine Agrarreform, wir müssen gucken, wie wir die Gelder da umschichten, dass man das so ein bisschen Hand in Hand gehen lässt. Und wenn ich dann jetzt bei der Union höre, dass eigentlich all das, was von der Leyen in den letzten 5 Jahren angestoßen hat, dass das wieder teilweise zurückgenommen wird, dass das, dass sie sich von ihrer eigenen Politik distanzieren soll, dass es eine Regulierungspause geben soll, dass man gewisse Sachen wieder abräumen muss, dann glaube ich, steht uns wirklich ein interessanter Wahlkampf bevor. Auf jeden Fall. Apropos Wahlkampf, vielleicht zum Schluss, was wir so alle einmal gefragt haben, warum sollte die Zielgruppe U30, die wir hier jetzt so vor uns haben, die meisten jedenfalls, warum sollten wählen gehen und warum sollten die im Juni bei der Europawahl ihr Kreuz setzen?
Also erstmal ist es mir wichtig, dass die Zuhörerinnen alle verstehen, dass dieses Europäische Parlament eine wichtige Entscheidungsfunktion hat. Wir sind hier nicht eine Quatschbude. Man kann nicht einfach mal sich überlegen, ich gebe der Stimme irgendjemandem, eine Satirepartei oder irgendeine, die sich um ein Thema kümmert. Hier werden Gesetze erarbeitet, die zu 90% nachher in den Bundestag und in die anderen nationalen Parlamente gehen. Das heißt, wenn ich hier Mist verabschiede, hat das auch unmittelbare Rückwirkungen, unmittelbare Folgen für euch vor Ort, entweder in Hannover oder in Thüringen oder wo auch immer ihr sitzt. So, deswegen überlegt euch gut, guckt euch an, wen ihr wählt, was die Leute wollen. Ich glaube, die Zukunft in Europa wird nicht einfach. Wir brauchen Menschen, die sich... Also zum einen natürlich die, die keine Angst vor der Zukunft haben, die auch eine klare Vorstellung davon haben. Ich habe 4 Kinder, ich habe da auch eine echte Verantwortung, nicht nur wegen der eigenen Kinder, sondern genau, weil ich weiß, wie schwierig das Leben jetzt ist im Vergleich zu meiner Zeit vielleicht in den 80er, 90er Jahren. Und ich glaube, dass es eine gute Mischung sein muss, dass man auf der einen Seite sagt, wir kennen uns außerhalb dieses Parlaments aus. Ich habe sehr viel Arbeit in Osteuropa gemacht. Ich kann Russisch sprechen. Ich weiß, wie ein Putin tickt. Aber gleichzeitig auch dieses politische Handwerk hier verstehen. Ja. Weil hier machen wir anders Politik als im Bundestag. Ich war 4 Jahre im Bundestag. Dort habe ich als Oppositionspolitikerin überhaupt keine Chance, irgendeinen Antrag vorzulegen, der anschließend mehrheitsfähig gewesen wäre. Hier kann ich als einzelne Abgeordnete wirklich was erreichen. Wenn ich hier gut arbeite, kann ich sowohl im legislativen Bereich, also bei den Gesetzesvorschlägen, sehr viel rausholen, als auch, wie ich jetzt als Außen- und Sicherheitspolitikerin, wirklich viele Initiativen anstoßen, ob das bei der Wahlbeobachtung ist, ob das bei anderen Themen sind, wo ich im Deutschen Bundestag überhaupt gar keine Chance hätte. Und deswegen glaube ich, auf der einen Seite braucht man Leute mit Visionen, auf der anderen Seite brauchst du hier aber auch Leute, die pragmatisch sind, die Bock haben auf andere Fraktionen, die Lust haben, Kompromisse zu schmieden, die sich auch gerne mit Menschen und mit deren Ideen auseinandersetzen. Also wenn du, das ist nämlich mein Gefühl, Leute haben keinen Bock mehr auf Politik und gucken dann, wen kann ich denn mal wählen und geben ihre Stimme irgendjemandem. Ja. Und das halte ich für einen echten Fehler. Das wäre wirklich eine verschenkte Stimme. Hier braucht ihr Leute, die das Business verstehen, die aber auch Lust auf euch haben und die Lust haben, sich mit dem Geschehen draußen, sprich Kriegen, auseinanderzusetzen. Das heißt, ich höre raus, keine Satirepartei und möglichst eine demokratische Partei. Auf jeden Fall. Und dann sind wir schon glücklich, wenn ihr überhaupt wählen geht. Das fände ich super. Und wenn ihr Fragen habt, die meisten von uns sind total easy erreichbar über Social Media, über verschiedene Kanäle, auch normale E-Mail. Wir bemühen uns wirklich, auf alles eine Antwort zu schicken. Kontaktiert uns, fragt uns, meldet euch. Wir freuen uns auf jeden Fall über eine Rückmeldung. Großartig. Vielen, vielen Dank, Viola. Dankeschön. Ich wünsche noch eine möglichst stressfreie Woche. Danke dir, Kim. War nett, hier gewesen zu sein. Dankeschön. Okay, perfekt. Ciao. Ciao.